Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir werden jetzt unser Glück mal versuchen, ohne den Algae-Terrarium hier. Und zu versuchen, den Carbondioxid rauszufiltern. Wenn ich das starten werde. Ach ja, wir sind hier sehr stressed. Dazu werde ich jetzt nochmal schnell für einen zweiten Massagesitz sorgen. Macht mir das mal bitte als erstes, das ist wichtig. Building lacks resources, ich weiß. Deconstruct. Naja, eigentlich nicht. Changel. Mist, Mist, Mist. Flooding. Gramm pro Sekunde. Naja, wird ja langsam. Das Wasser hat sich jetzt beruhigt, das ist gut. Na gut. Irgendwer wird's schon wegmobben. Es wurde schlimmer, oder? Ja. Lehrer. Na, wo ist er denn? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Da ist er. Es ist immer so. Die Leute hören nicht zu, wenn ich denen sage, die sollen da dran gehen. Catalina? Als nächstes. Wir müssen an so viel feilen, nur weil alles ein bisschen hier schief geht.
Jetzt fehlt noch eine Stromleitung. Ich hoffe, das geht. So, jetzt schauen wir mal. Wir brauchen noch ein bisschen vom Plumbing. Und das wäre eine Gaspipe, brauchen wir. Ah, ne, eine Gaspipe braucht. Draws in Gas and runs through. Also, das ist richtig. Den brauchen wir. Genau. Zu 100% baue ich hier schon mal eine Gaswand hin. Hier sogar zwei, wegen der Größe des Raumes. Gaspipe. Naja, eigentlich nicht. Changel. Gaspipes. Nach Gaspipe. So. Gas. Pipe Bridge brauche ich noch nicht. Schlafen sie erstmal alle. Das eigene Tour, genau, ist noch gut. Ey, das ist grausam. Gut, dass ich die Toiletten wenigstens nebendran gestellt habe. Ich glaube, die hocken jetzt gerade alle an Essen. Die hocken gerade alle dran, das Essen zu machen. Was ich okay finde, aber sie kommen halt nicht voran. Und das ist das Problem. Das Stresslevel ist auch ziemlich hoch von allem. Mein gesamtes Team hat so viel Stress. Dirty Hand, Like Wounds, Grimmy, Interrupted Sleep, Tired. Die können alle nicht in Ruhe schlafen. Die müssen, naja, gut aufs Klo. Was sollen wir da machen? Das ist das Problem. Ach. Dann habe ich hier überall dieses die Oxidierung. Ach. Gasfilter. Lashing out. Repariert doch gleich. Okay. Wo ist denn der Rest? Ja, der hat wirklich Gaspipe die ganze Zeit gespeichert. Dein Ernst? Tja, keine Ahnung, was ich sagen soll. Eigentlich ist hier Catalina zugewiesen. Ich war gerade froh, dass es weg war. Ach. Also langsam
Ja, langsam war's das. Ich kann nichts mehr machen. Die Leute sind damit zu sehr beschäftigt, irgendwas kaputt zu machen und danach auch gleich wieder zu reparieren. Ich komme nicht mal dazu, die Leute wieder zu beruhigen, weil das hier auf 9 ist und sie ignorieren das total. Sie, ja, aber wo ist bitteschön Kataline? Hier, wen habe ich noch hinzugefügt? Leira. Wo sind die? Da. Jetzt ist er erst wieder drauf. Der Stress geht auch viel zu wenig runter. Ich habe keine andere Wahl. Die haben alle schon ein gewisses Level erreicht und verlangen jetzt ein Dekor. Außer er. Ruby ist auch bestimmt nicht... Er ist auch gestresst. Stepped in polluted water. Ich kann doch nicht mal... Ich komme noch nicht mal dazu. Weil ich den Supercomputer verwendet hatte und danach ging es nicht mehr. Weil er kaputt gegangen ist. Verstehe ich auch nicht. Warum er bis zur Mitte gemacht hat und dann aufgehört hat. Ich verstehe es nicht. Naja, wir brauchen jetzt erstmal Sanitation. Es war sogar an. Die Leute sind mit was ganz... Work pending. Die sind mit was ganz anderem beschäftigt. Ich verstehe nicht, warum... das gesamte Team an der Nahrung arbeiten muss. Nirgendwo gibt es mehr Luft. Das Ding lässt sich nicht bauen, was ich vorhatte. Ich kann auch die Oxidation nicht rausfiltern, weil ich noch nicht so weit bin. Ich habe auch schon herausgefunden, dass wenn ich solche kleinen Felder habe, ja, genau. Da Carbondioxid. Man denkt sich so, oh ja, ist ja nicht viel. Nee, es ist viel. Es sind 1200 Gramm. Das ist nicht wenig. Und solche kleinen Felder beinhalten immer so viel. Und die sind dann hier dauerhaft gefiltert mit mindestens 60. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier 60 sind, in so einem kleinen Feld sind 1200. Und ich gehe davon aus, dass das hier das gesamte, also den gesamten Raum füllen würde, dieses Carbondioxid. Das ist das Problem. Der Stress ist jetzt bei Ellie. 97%. Ich kann nicht so schnell abbauen, so wie sie aufbauen. Das geht nicht. Und bei ihr ist es jetzt der Grund, dass sie nicht schlafen konnte, gell? Das sind alle diese Gründe. Irgendwann haben wir keine Luft mehr. Ich denke mal, das ist der erste Grund. Dass es bald keine Luft mehr gibt und dann war's das. Weil die Leute sind gerade mit allem anderen beschäftigt. Komm. Das muss er einfach schnell arbeiten. Ich kann sowieso nichts machen. Disabled Building, wie man offen sagt. Die hocken gerade alle nur am Essen. Finde ich vollkommen okay. Die Nahrung muss verarbeitet werden, aber ehrlich?
kann auch nicht mal jemanden irgendwie zu irgendwas. Ist das Ding jetzt fertig? Weil als nächstes kommt Ellie. Das läuft nicht gut. Die müssen entweder dorthin, müssen dann wieder dorthin, müssen dann wieder dorthin und die kommen nicht zu dem, was ich denen sage. Naja. Building broken, lacks resources. 4 Stück. Ja, das war die Lebensmittel. Arbeiten wie die Hölle. Das, ich komme nicht mal nach. Ich muss dringend Jobs. Research macht nur einer. Das ist Gossman. Cook wird jetzt keiner von denen machen. Außer Ellie. Genau. Vielleicht geht dann die Arbeit ein bisschen mehr los. Kreativität. Keiner. Tinkering macht er nicht. Auch nicht. Ey, komm. Wird schon schief gehen. Lass mal die zwei, weil die zwei haben. So. Liquid cooled werden. Repair ist eigentlich Nisbet, aber pff. Ja, schön. Interessiert mich jetzt aber auch nicht. Mob. All die einen hohen Digging haben. Ja, vielleicht geht die Luft aus. Die arbeitet keiner am Research. Ja, kein Wunder, dass wir keinen Strom mehr haben, wenn jedes Mal das Ding am Arsch ist. Ne, Duplicate. Kurz gucken, 7 von 10. Ja, was soll's? Was? Er hat von allem etwas. Gastrophobia und... Er kann nicht bauen und kann nicht kochen. Hat aber die Möglichkeit dazu. Was soll der machen? Digging? Naja, komm. Nicola, print. Dies hier ist ja sowieso eine Simulation. Was ist da passiert? Hä? Lehrer wird nie fertig, ne? Ist mir jetzt auch egal. Joshua kommt als nächstes. Tut mir leid zu fragen, aber keine Ahnung, was sie da unten machen. Wow. Tja. Und warum? Weil ihr euch nicht da unten um das hier kümmert. No. Kann ich nicht ändern. Die kriegen noch nicht mal den Alltag hin. Noch nicht mal das. Die kriegen noch nicht mal den Alltag hin. Mindestens bis dahin. Wait a minute.
kein Strom? Ja genau, das war hier oben. Ich hasse es, Sachen die ganze Zeit priorisieren zu müssen. Briar Seed. Briar Seed. Briar Seed. Achso. Ach, es dauert gar nicht mal so lange, bis wir es wieder repariert haben. Oh, ist ja easy. Ja, immer schön ins saubere Wasser. Sag ja, hier ist kein Oxygen mehr. Guckt euch das an. Ich habe eine Liquid Pump gebaut. Ich habe ein Gasding gebaut. Ich habe aber keinen Luftproduzierer. Warum? Ganz einfach. Das, was ich eigentlich researchen sollte, ging nicht. Da hier. Ich brauche, um aus Wasser Luft zu machen. Hier, Elektrolyzer. Meinst du, das schaffe ich noch? Nee. Das geht nicht mehr. Mein Alga ist aus. Ich habe keine Algae mehr. Die einzigsten zwei, die das hier machen würden, sind die. Da fehlt mir natürlich jetzt das Algae dafür. Ich kann noch mal sagen, dass sie das Ding sollen, aber das wird sich keiner drum kümmern. Also wir brauchen den Algae, aber hier auch. Das gesamte Algae, was hier ist, brauchen wir. Kannst du nächstes Mal sagen. Wir haben so viel Algae hier. Das hier auch. Das brauchen wir auch. Das hier auch. Das hier auch. Das ganze Algae brauchen wir. Vielleicht habe ich es jetzt. Vielleicht laden wir noch einmal. Also wird das nichts. So was, ich werde das als volle Failness-Folge einsetzen. Und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht anders hinkriegen. Dann, bevor der Stress komplett auf 100% ist. Werden wir jetzt einfach mal das Algae abbauen. Ich muss das gleich nochmal machen mit dem Ding, aber man sieht sich ja auch gleich wieder, ne? Bis gleich.